Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich wollte eigentlich Suppe kochen und habe festgestellt, dass meine Gemüsepaste ist alle. Und wie es das manchmal im Leben passiert, so eine kleine Telepathie schickt mir meine Zuschauerin, aber mittlerweile auch schon eine sehr gute Freundin aus Schweiz, ein Rezept. Lüber, es wird genau für dich, dieses Rezept. Gemüsepaste. Wow, habe ich gedacht, das ist ja aber wirklich eine Telepathie. Und ich habe gedacht, werde ich jetzt auch ihre Rezept nachmachen und mit euch teilen. Weil es ist doch so super, wenn wir mit unserem Wissen miteinander so teilen. Ich habe in meiner Playlist auch eine Gemüsekräuterpaste noch ein bisschen anderes gemacht und jetzt heute möchte ich gerne mit diesem Rezept euch zeigen und das ist wirklich bombensicher. Es wird gut gelagert, es wird nicht schlecht, weil durch das viel Salz, es ist eigentlich sehr gut konserviert und so gut anwendbar, ob für Suppe oder Soße oder Fleisch. Da braucht ihr nicht unbedingt eine Möhrchen für eure Suppe oder was zu schälen. Könnt ihr einfach einen Esslöffel von diesem Gemüse Paste dazu geben und fertig. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! So, meine Lieben, wie gesagt, hat mir meine Freundin ein Rezept geschickt und sie hat von den alle Gemüsen genommen 300 Gramm, nur von den Tomaten 150 Gramm. Ich muss mich dann natürlich entschuldigen, weil ich habe noch was bisschen dazu gegeben. Das ist mein Spitzpaprika, weil ich habe gerade jetzt drei Spitzpaprika noch im Kühlschrank. Die kommt auch dazu. Und ich mag gerne, wenn in meine Gemüsepaste was Grünes. Nichts viel. Besonders von den Petersilie muss nicht viel sein. Und ein bisschen von Dill. Es kann man sogar nur die Hälfte nehmen von dem Bund. Von jedem nur die Hälfte dazu geben. Es kann man natürlich nur einfach Gemüsepaste machen und Kräuterpaste getrennt und dann, wenn man Suppe oder Soße macht, getrenntes machen. Aber ich mag so gerne Mix. Wird es sehr, sehr einfach gemacht und es braucht nicht viel Zeit und nicht so aufwendig. Wir müssen unsere Gemüse alle schön sauber machen, abwaschen, schälen, rausschneiden, was es muss machen. Und danach müssen wir die klein machen. Oder wenn ihr Thermomix habt, dann macht ihr alles gleich in Thermomix. Ich mache mit diesem kleinen Gerät, mache erstmal nur so ein bisschen klein, zerkleinere das alles und gebe alles in eine große Schüssel, in welche werde ich dann Salz dazu geben. Salz müssen wir unbedingt nicht iodiert nehmen oder Himalaya-Salz oder Steinsalz. In meinem Fall habe ich jetzt grobes Meersalz. Ich schneide gleich unterschiedliche Gemüse, dann wird es auch besser vermischt. Habe hier Petersilienwurzel, Paprika, dann Möhren, von Tomaten auch ein bisschen. Dann wird es nicht so trocken und auch von Sellerie. Wenn ihr irgendwelche Gemüse nicht so gerne mögt, könnt ihr natürlich rauslassen oder ganz wenig nehmen. Das ist wirklich möglich. Und dann zerkleinere. So, machen wir auf. Wenn es notwendig ist, dann ein bisschen diese grobe nach unten machen und nochmal zerkleinern. Schaut ihr, das sind dann noch kleinere Stücke. Und wenn man das in die Suppe reinmacht, dann schwimmen die so schön. Die Suppe sieht sehr schön aus. Eine sehr gute Idee und praktische Idee. So, erstmal werde ich alle Gemüse zerkleinern und in den Schüssel geben. Noch ein kleiner Moment. Gleich bei dem Gemüse zerkleinern könnt ihr gleich dazu Kräuter geben. Auch ein bisschen zerkleinern und zusammenmixen.
dann wird es alles fein und klein gehackt. So, dann habt ihr gleich mit den Kräutern und alles rein. Schaut ihr, wie jetzt schon sieht, so appetitlich. So, mit Gemüse zerkleinern bin ich jetzt fertig. Jetzt werden wir wiegen, wie viel Gemüse haben wir. Bevor ich das angefangen mit Gemüse, habe ich leere Schüsseln gewogen. Es war 1360 Gramm. Jetzt wiege ich 2800 Gramm. Dann habe ich 1440 Gramm. So, für diese 1440 Gramm müssen wir 20% Salz nehmen. Das heißt, dann haben wir 290 Gramm. Können wir grob abrunden 300 Gramm. 298 gebe ich jetzt dazu und werden wir richtig gut verrühren. Und dann kann man in die Gläser auffüllen. Die Gläser habe ich alle schon abgekocht, sind die sauber. Und ich nehme nicht größere Gläschen, so eine kleinere Gläschen. Oder gar so, wenn ich dann zum Beispiel jemanden möchte geben zur Probe, ob das ihnen gefällt, dann könnt ihr das nachmachen. Keine großen Gläser. Und allgemein mag ich gerne solche Sachen in die kleinere Gläser, weil wenn man dann aufgemacht hat, muss nicht so lange stehen im Kühlschrank. Aufbewahren kann man das auch in so einem kühlen Keller. Muss nicht unbedingt dann im Kühlschrank stehen. Wenn ihr natürlich keinen Keller habt und überall warm ist, dann lieber kleinere Portionen machen und im Kühlschrank aufbewahren. So, jetzt richtig schön gut umrühren, dass überall Salz kommt. Und dann können wir schon gleich in die vorbereitete Gläser auffüllen. Da der Salz löst sich schon auf und sogar steht schon auf Wasser. Die Gemüse geben ihren Saft richtig schön fest reinmachen. Das geht wirklich sehr schnell und ein sehr schöner Vorrat und auch als Mitbringsel auch toll. Schauen wir rein. Schaut, hier steht auch schon die Flüssigkeit. Das ist gut. Ein kleiner Tipp für die, welche wirklich haben absolut keinen Platz im Kühlschrank und haben keinen kühlen Keller. Das könnte man jetzt hier oben drauf Salz drauf machen. Der Salz wird dann hart hier oben drauf und wenn ihr dann später diese Gläschen aufmacht, könnt ihr vorsichtig dieses Salzdeckel abmachen und den Salz kann man auch verwenden weiter für den Kochen. Aber das wird hier wie versiegelt. Könnt ihr ausprobieren. Sonst macht ihr in die kleinere Mähne so 2-3 Gläschen. Es reicht wirklich für sehr, sehr lange. Wenn ihr was kocht, braucht ihr ein, vielleicht Esslöffel nicht mehr. Und bevor ihr eure Suppe oder Gerichte salzen tut, dann erstmal gebt ihr die Gemüsepaste und danach lieber nachwürzen, weil das ist wirklich sehr, sehr salzig. So, ich fülle erstmal alle Gläschen auf, so viel mir es reicht. Und dann sehen wir uns wieder. Unbedingt alles schön nachschauen, dass ihr keine Luftbläschen habt. Deswegen mit so Stäbchen ist es immer schön durchzubohren, dass überall keine Luftblasen sind. So, liebe Freunde, bin ich heute jetzt fertig mit meinen Vorräten. Habe mir schöne Gemüsepaste vorbereitet. Schaut, wie toll sieht aus. Und es ist so bequem, wirklich beim Würzen von Gerichte, ob das Suppe, Fleisch oder Soße, es ist einfach frei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vorräte anlegen. Schreibt mir eure Kommentare, was ihr noch alles macht. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!